Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Far Cry FNAF Only Challenge und im letzten Part haben wir uns hier einen Außenposten genehmigt, haben einige, soll man sagen, Karten gekauft und dieses Mal wollen wir doch ein bisschen Hauptstory-ähnliches Zeug zurücklegen bzw. tätigen und ein Yogi und Reggie-Auftrag ist wieder am Start, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal schön nach Hause und erledigen einen solchen. Perfekt, perfekt, perfekt. Sehr prächtig. So, Ladebildschirm auf Doom wieder mal. Der ist irgendwie länger geworden, habe ich das Gefühl. Länger als sonst. Naja, uns soll es nicht stören, wobei es ging eigentlich. So. Verkauft haben wir meiner Meinung nach schon, deswegen gehen wir einfach mal raus. Können sogar noch ein bisschen was fürs Haus kaufen, weil wir, glaube ich, noch über 1 Million an Geld haben. Hallo. Holen wir uns mal was richtig Dickes, so ein Gyrocopter zum Beispiel. Bam! Yeah. Fucking Gyrocopter. Sehr schön. Will noch mehr haben, und zwar einen Schrein. Wenn wir das Geld schon haben. Bam! Ernsthaft? So einen kleinen Schrein für 500.000 oder wie viel das gekostet hat? Naja. Nehmen wir uns noch eine Innenbeleuchtung. Okay, ich sehe keinen Unterschied. Egal. Es hat Geld gekostet. Wir haben auch 138.000. Okay, dann gehen wir mal kurz rein und gucken uns den Schrein an. Ah, der gibt uns Geld. I see. Das ist natürlich gar nicht mal schlecht. Gehen wir mal wieder raus. Und gehen zu Yogi und Reggie, die uns sicherlich einen tollen neuen Auftrag bescheren möchten. Natürlich wollen sie das. Die wollen uns einfach nur wieder Drogen einflößen. Aber dennoch... Ah, hier ist noch eine Kiste, okay. Ein Comicbuch, okay. Hallo Yogi und Reggie, schön euch wiederzusehen. Hallo. Hätte klappen müssen. Ja, das hat's aber nicht. Naja, vielleicht hättest du tiefer fallen müssen. Vielleicht brauchen wir einen höheren Tisch. Oh. Erholt der Typ sich wieder? Was? Ach, das wird schon nur ein kleiner Rückschlag. Fick dich, du Troll! Ach, komm schon. Hier, das bringt dich wieder hoch. Hier, nimm mal Zug. Wir nennen es Trapped in the Closet. Ja, frisch und heiß. Direkt aus der Küche. Noch ein Topper? Kannst du es mir diesmal vielleicht in den Arm spritzen? Oh, sorry, Kumpel. Das hier muss leider in deinen Arsch. In mein was? Warte. Ja. Oh. Warum spritzen die mir das in den Arsch? Geht die Wirkung dann schneller? So wie bei Alkohol? Oder irgendwelchen Medikamenten? Wow! AJ, keine Panik! Ich hab dir Flügel! Das läuft aber nicht! What the? Flatterst du auch mit den Armen? Was zum... Wo... Was? What? Aua! Okay, wir müssen hier schnell raus. Hier sind böse Fische. Und wieso haben wir keine Reggae-Musik? Das ist sowieso der größte Skandal im ganzen Spiel. What the? Okay. Ich hinterfrage das Spiel einfach mal an dieser Stelle nicht. Wir, tun einfach, was uns gesagt wird. Und zwar sollen wir da drüben hingehen. Warum liegen da überhaupt Sachen im Himmel rum? Der Mond ist aufgegangen. Was ist denn los im Leben? Mensch! Ich komm nicht mehr klar. Om Namah Shiva, Shiva, Namah Shiva. Hallo Freunde? Das haben wir hoch. Okay. Namah Shiva, Namah Shiva. Hallo. Ich habe das Gefühl, die hätten früher wegspringen sollen. Die haben eine Ausrüstung, finde sie. Oh, das ist ein Gegner. Ich gehe mal lieber zu Fuß runter. Ich glaube nämlich nicht unbedingt, dass wir noch unseren Wingsuit haben. Okay. Das liegt an den Drogen, der Clipping-Feder hier.
Ah, unsere... Das haben wir immerhin noch. Und unser Messer haben wir auch noch. Sehr schön. Und das ist dann ja easy. Irgendwie ist das Spiel, wenn es darauf ausgelegt ist, ein Schleichpart zu sein, viel zu einfach. Wie man vielleicht offensichtlich sehen könnte. So, nehmen wir das hier nochmal schön mit. Death awaits. So, hallo Freunde. Was? Ach, kein Thema. Kommen wir doch easy raus. Hallo. What the? Was? What? Was macht ihr da? Hallo? Okay, die tanzen. Ja, warum auch nicht? Ist ja ein schöner Tag. Warum sollte man dann nicht eine Runde tanzen? Wow! Wow! Ist da eine Flasche? Wir kriegen keinen Fallschaden. What? Okay. Es liegt an den Drogen. Du bist ganz normal drauf. Ich sag lieber gar nichts. Es verwirrt mich zu sehr. Ein Gyrokopter. Ist eine gute Idee, mit einem Gyrokopter in diesem Zustand zu fliegen. Alter, was ist das denn? Sollte der da sein? Sicher, aber naja, wir fliegen lieber weg von unserem orange-blau. Oh, das ist auch noch erschwerte Bedingungen hier. Orange-blauer Gyrokopter, das sieht cool aus. Es wird auf jeden Fall direkt gesagt, wo wir hin müssen. Ah, guck mal, tanzen sie da wieder? Ja, die tanzen wieder. Okay. I don't hinterfrag this. Tanzen halt die ganze Zeit. Voll gut gelaunten Dudes. Okay, ein paar viele Steine hier gerade am Start. Kommen noch mehr? Ich hoffe nicht. Okay, hier einfach mal durch. Hui! So. Da unten müssen wir hin. Sollte ja kein Problem unbedingt darstellen, ne? Oder? Warte, wir kriegen sowieso keinen. Na, ich habe überlegt, ob wir einfach runterspringen, weil wir keinen Fallschaden kriegen. Aber vielleicht brauchen wir den Gyrokopter ja noch. Stoner Kappa Zuflucht. Okay. Wo sind Freunde? Hallo? Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Bug ausgelöst. Ah, es geht. Da ist der Mann der Stunde! AJ, du bist ein echter Pionier. Ja, das beste Versuchskaninchen, das wir je hatten. Und sicher das langlebigste. Oh, um Längen. Und in Anerkennung deiner enormen Verdienste haben wir eine ganz besondere Belohnung für dich. Komm mit. Oh. Für deine herausragende Tapferkeit angesichts unberechenbarer hobbypharmazeutischer Interaktionen sowie zahlreicher umwelt- und tierbedingter Gefahren für Leib und Leben verleihen wir dir hiermit die goldene Pfeife von Kyrat. Ist nicht wirklich aus Gold, sorry. Das ist die größte Ehre, die wir dir erweisen können. Danke oder so. Er ist total überwältigt. Ja, natürlich ist er das. Ist eine prima Pfeife. Es war uns eine Freude, mit dir zu experimentieren. Okay, genug geredet. Zurück zu dem wichtigen Ding. Den wirklich wichtigen Ding. Sollen wir? Ja. Viel Spaß. Fliege oder geh dabei drauf. Das ist eine schöne Mission. Heißt das, es gibt keine Yogi und Reggie Fähigkeiten oder Mission mehr? Das wäre schade. Ich mochte die ganz gerne eigentlich. Na, kann ich hier mal rauf? So. Gut, dann würde ich sagen, bekannter Ort, wo, da ist der Sabal-Auftrag. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in Richtung dieser Nebenmission da vorne. Beziehungsweise des Außenpostens. So,
Und schauen nochmal, was wir da noch zu erledigen haben. Denn dann könnten wir gleich auf dem Weg zu Sabals Mission nochmal einen Außenposten erledigen. Was ja gar nicht mal so schlecht wäre, ne? Was ja gar nicht mal so schlecht. Ne? Ich überlege gerade. Doch, das könnten wir noch machen. Vielleicht kriegen wir sogar noch in diesem Part hin. Dann brauchen wir insgesamt noch 11 Stück, glaube ich. Und wenn wir den fertig haben, dann noch 10. Das wäre eine gute Idee auf jeden Fall. Also schnell, schnell. Ich überlege gerade, ob wir es gar nicht mal so sneaky machen, sondern vielmehr einfach nur die Alarme ausschalten und sie dann einfach alle abstätzeln. Das geht ja meist effektiver und schneller, weil die XP brauchen wir mittlerweile sowieso nicht mehr. Wir könnten es natürlich aus der Challenge aus dem Challenge-Aspekt machen, aber naja. Eigentlich habe ich mittlerweile schon genug Außenposten so sneaky erobert. Na guck mal, wir können es sogar direkt auf den Berg stellen. Auf den Baum stellen, wollte ich jetzt sagen. Müssen wir nur einmal an den vorbeifliegen. Leider können wir die Kamera nicht nutzen, sonst wäre das natürlich sehr einfach, die alle zu markieren. Aber dann müssen wir eben da so ran. So, hier gelandet. Zack. Du bleibst hier mal schön stehen, ne? Dankeschön. So. Okay, dann gucken wir doch erstmal, was es hier so schönes, Feines gibt. Ah, das ist sogar schon mal... Warte mal, wie viele Dinge hat der? 3 Alarme, okay. Den einen können wir schon mal direkt ausschalten. Wo sind die anderen? In der Mitte ist noch einer. Und da ganz hinten, okay. Das heißt, die Idee ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir ein bisschen drumrum rücken. Um noch die restlichen Alarme zu entfernen. Das ist nämlich immer erstmal das Wichtigste. Meiner Meinung nach. So, ist das hier der, den wir gerade ausgeschaltet haben? Shikapur. Okay, ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil ich mich ein bisschen konzentriere. Den haben wir gerade ausgeschaltet, den Alarm, okay. Oh, die sind ein bisschen aggro gerade. Das heißt, es war eine schlechte Idee, hier schon mal ranzurücken. Aber... Zack, zweiter ausgeschaltet. So, wenn wir jetzt den dritten noch haben, dann können wir einfach eine Rambo-Aktion machen zur Not. In der allergrößten Not, da ist auch der Rambo fliegen. Nee, das war irgendwie ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Na, hier vorne ist er ja. Easy. Perfekt, haben wir erstmal alle Alarme ausgeschaltet. Sehr gut. Ging sogar schneller als gedacht. Jetzt haben wir noch 7 Minuten, um den Rest schön zu clearen. Das heißt, erstmal alle markieren möglichst. Dass ihr das jetzt erst merkt, meine Freunde. Ich bin irgendwie ziemlich nah an deren Basis dran, ne? So. Noch viel zu wenig Leute markiert. Los jetzt! Findet raus, was das war! Kühlen Kopf bewahren! Dann ist noch ein Dicker. Haben wir. Such weiter, verdammt! Kühlen Kopf bewahren! Zu denen hier müssten wir eigentlich sorgenlos töten können. Behaltet alles im Auge. Hier draußen ist nichts. Ohne dass es jemandem auffallen sollte. Oder es fällt jemandem doch auf. War ja noch nicht mal uns gesehen, von daher. Ne, er ist auch umgedreht. Von daher ist alles gut. Okay. Ah, da ist er. Sehr gut, haben wir ihn auch markiert. Okay. Da oben ist noch so ein Scharfschütze. Habe ich auf jeden Fall den Laser gerade gesehen. Könnten wir bei ihm so einen Deckungstakedown machen vielleicht? Ja, ein bisschen zu offensichtlich, glaube ich.
A little bit too offensichtlich. Wieso sieht er uns hier? Also der hätte uns wirklich gerade nicht sehen können. Eigentlich. Naja. Verdammt, kommen jetzt beide hierher. Also ich möchte es natürlich möglichst sneaky machen. Das wäre schon besser. Wieso stehen die jetzt hier alle immer so zu zweit? Okay, die haben sich gerade ein bisschen auseinandergesplittet. Verdammt, hier können wir keinen Deckungstakedown machen, leider. So, hat er Gott sei Dank niemand gehört. Nein, er hat mich gesehen, verdammt. Natürlich, ja, das war doof. Dass ich da so auf die zugestürmt bin gerade. Ja, er klettert da einfach mal hoch, ist okay. Aber die können ja immerhin nichts groß mehr anstellen gegen uns. So. Wieder hochheilen. Okay. Nochmal heilen. Wie gesagt, es war ja von Anfang an klar, dass ich hier eine Rambo-Aktion mache. Was mache ich denn? Sehr schön. Genauso wie ich es haben wollte. Na, geh doch mal runter. Was? Der springt hier immer von Seite zu Seite. Ist ja schlimm. Das ist doch schlimm. Na komm. Ich gehe nach unten. Check. Ich gehe nach unten. Zack. Schlechte Idee, euch auseinanderzustellen. Ja, immerhin ohne Alarm. Jupp, Außenpost befreit, kein Alarm. Schikapur. Schick, schick. Gut, dann würde ich aber auch sagen, machen wir den Part hier eben ein bisschen kürzer. Und ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch eine wunderschöne Zeit, bis zum nächsten Part und wie immer, bye bye.